typisch Alpaka ist, man muss sich zum einen das Vertrauen erarbeiten. Man kriegt das Vertrauen nicht geschenkt. Es dauert. Und jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Man muss sich den Tieren langsam nähern. Geduld haben. Ein Alpaka ist nichts für schnelle Leute. Was fasziniert Sie denn an Ihren Alpakas? Das kann man schlecht beschreiben. Das ist keine Kopfgeschichte, das kommt vom Bauch. Das ist ein Hobby, das ist Leidenschaft. Ja, gesehen und verliebt. Wie war denn der erste Moment, als Sie dann so ein eigenes Alpaka hatten? Das war toll. Das war natürlich, wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Dann konnten wir die ersten drei Tiere abholen und wenn die dann zu Hause laufen, das ist schön, ja. Ja, richtig, genau so, jetzt richtig. So ist es. Das ist Mary Maiglöckchen.